Ja, heute habe ich mal ein ganz einfaches Muster, was bei mir so ein Around-Muster ist, was auf jeder Tour dabei ist, wenn Forelle und Eschen auf dem Plan stehen. Und zwar ist es dieses Muster hier. Das ist nichts Tolles. Da braucht man auch nicht viel für. Da braucht man ein bisschen Polarfuchs, ein bisschen Flash, Bodyglas. Jo, was haben wir noch? Ein bisschen Chenil, eine weiche Hechel. Bei Bedarf entweder eine Bleiwicklung oder vorne einen Tungstenkopf und den passenden Haken. Das war es eigentlich schon. Gefischt wird sie oder ich fische sie manchmal ja, wie eine Nymphe, dann aber auch wieder wie ein Streamer, je nachdem, was gerade angesagt ist. Und gerade Forellen mögen dieses Muster, habe ich die Erfahrung gemacht, sehr gerne, auch in diesem orangen Ton. Ich habe natürlich auch noch andere Farben in der Box, schwarz, ein bisschen natürlich so ins Gräuliche oder Grünliche gehend. Wie gesagt, das ist im Fluss oder im See bisher immer so ein Muster gewesen, was mich eigentlich nicht im Stich gelassen hat und wie die gebunden wird. Ja, ganz einfach und das seht ihr jetzt gleich hier im Anschluss. Thank you.